Es ruft die britische Insel, es ruft uns Brands Hatch. Herzlich willkommen, liebe Motorsportfreunde aus England. Es ist angerichtet der Start, der Saisonstart für die Fanatec GT World Challenge, powered by AWS Europe, der Sprint Cup hier. Also zum ersten Mal in diesem Jahr, nachdem wir mit dem Endurance Cup schon in Monza gewesen sind, sind die Teams heiß, jetzt hier gleich auf die Strecke zu gehen und zwei Rennen am heutigen Sonntag zu absolvieren, jeweils über 60 Minuten. Die zwei Fahrer pro Auto teilen sich diese Distanz dann jeweils. Zwischen Rennminute 25 und Rennminute 35 wird es dann zum Boxenstopp kommen und natürlich dann auch zum Fahrerwechsel, so wie es sich gehört und wie wir es alle gewohnt sind. Brands Hatch ist eine der Punkte, die wir dieses Jahr abarbeiten dürfen. Die Fanatec GT World Challenge ist aufgeteilt in Amerika, Europe, Asia und natürlich Australia, die vier Meisterschaften. Und hier in der Europe-Meisterschaft haben wir Monza schon hinter uns, sind jetzt also beim zweiten Kalenderpunkt angekommen in Brands Hatch. Paul Ricard, das 24-Stunden-Rennen von Spa, Misano, Nürburgring, Hockenheim, Valencia, Barcelona und Zandvoort folgen dann noch in diesem Jahr. Und jetzt also erstmal die ersten zwei Rennen des Sprint Cups im Jahr 2023 hier auf dieser herrlichen Berg- und Talfahrt in Brands Hatch. Und die Fahrzeuge waren sehr, sehr schnell bereit, auf die Strecke zu gehen. Schon gestern ging es mit dem freien Training los und alle wollten sie diese herrliche Strecke erkunden. So auch Valentino Rossi, der natürlich wieder viele, viele Fans hier nach England angezogen hat. Die Tribünen, sie sind voll. Es sind die Klassen, die natürlich ebenso viel Spannung mit sich bringen. Die Pro-Klasse beispielsweise, wo wir in den letzten drei Jahren einen Meister gesehen haben, beziehungsweise zwei, ein Meisterteam, und zwar Charles Wertz und Dries Van Thor. Mal sehen, ob sie nach dem Umstieg auf den BMW von Audi auch in diesem Jahr wieder vorne mit anreisen können. Looking very strong, as it's a typical good track for them. Audi also look quite strong, and Lamborghini also, actually, and Ferrari also. Everybody looks very strong, and yeah, it looks like everything is quite tight. So it's gonna be about details. So hopefully we can get the car in the right window, and do a good job to be up in the front. Nachdem auch Valentino Rossi sein Einsatzfahrzeug gewechselt hat, ist auch ein neuer Teampartner mit dabei, und zwar Maxime Martin, der ganz genau weiß, wie dieser BMW funktioniert. Er soll es also gemeinsam mit Valentino Rossi richten in diesem Jahr. Very competitive. I mean, it's the first time we have so many cars in sprint. The field is very high level, so at the end we have to do the best we can with what we have and to work together. I think we improve quite a bit, and yeah, like I say, I think we have good chances for good results this year. Ferrari hat im Jahr 2023 ein neues Auto vorgestellt, und zwar den 296er Ferrari GT3, und Emil Frey setzt gleich zwei davon ein. Albert Costa teilt sich das Fahrzeug mit Thierry Vermeulen, und für Costa ist dies also die Fortsetzung der Geschichte. It's been 8 years with this family, I would say, not a team 9 anymore. I'm joking, no, but yeah, it's gonna be exciting, no? The end I drove for them with Lexus, Jaguar, Lamborghini and now Ferrari. Every year is more exciting because also the rivals are, the rivalry is higher and higher. And yeah, this year actually they are in advantage because many cars are already there from Monza. We are starting now. We need to, you know, to rotate a little bit as a team. The car is still really new. We are still understanding a little bit here, a little bit there, but we are getting there. Im Qualifying konnte er sich erneut durchsetzen. Lello, Raffaele Marcello, der Wahlschweizer mit dem Mercedes AMG aus dem Hause Akkodis ASP. Er, der Qualifier vielleicht in diesem Feld, hat sich gestern wieder auf die Pole Position stellen können für das erste Rennen und ist auch sehr, sehr gespannt, was im Jahr 2023 noch so folgt. I mean, as I said, in Monza, we know the car well. Like WRT has a new car, so for sure, maybe in some track they will struggle. Even though I don't believe so, because it's one of the best team in the world, so they know what to do. They tested a lot, and there is Antelope that they are like really strong. They have good lineup. The attempt to one is also strong. I mean, with Mattia, with Ricardo,
There are many, many strong cars, so I mean, we'll see. JP Motorsport ebenso wieder im Jahr 2023 vertreten an diesem Wochenende mit einem McLaren GT3 und Christian Klien bleibt als Fahrer dem Team erhalten. Der Partner ist nur jetzt an diesem Wochenende ein anderer und zwar kein anderer als Dean McDonald, der im letzten Jahr noch unterwegs war. Got a good team behind us, good teammates, so yeah, I'm hoping for big things. I'm doing endurance as well and the car was competitive at Monza, so these guys are going to do a great job here, so I'm sure it will be. Im Gold Cup dürfen zwei Piloten an den Start gehen, die einmal Gold und einmal maximal Silber eingestuft wurden von der FIA. So auch beispielsweise der 26er Audi von Centurlock Junior, Simon Gachet und Paul Evart. Das sind die zwei Piloten, die an diesem Wochenende eben jenen silbernen Audi pilotieren werden. Three cars for Centurlock this year. For me, it's the first time for not in Centurlock, but as a factory driver. Audi factory driver. So let's start a new chapter for me in Gold Cup with Paul. So let's see. Und natürlich der Silbercup, wie gewohnt. Zwei Silberpiloten, die an den Start gehen. Hier sehen wir den Lamborghini und natürlich auch einen der Mercedes. Und zwar aus dem Hause Haupt Racing Team. Jordan Love und Frank Bird sind die beiden Piloten, die sich dieses Fahrzeug am Wochenende und im Jahr 2023 teilen werden. Yeah, it's good to be back in the Sprint Championship. We had a year off last year racing somewhere else. So, yeah, like I said, really good to be back and with my good friend Jordan Love. So, yeah, hopefully we can go one better this year and come out on top. So we'll try and get a good clean weekend and then see how the rest of the year goes. Und das die Live-Bilder hier aus England, liebe Motorsportfreunde. Noch einmal der herzliche Gruß nach Deutschland. Sie und natürlich überall, wo Sie es sonst sich gerne anschauen dürfen und können. Es ist angerichtet, die 29 Autos, die uns in diesem Jahr, die uns an diesem Wochenende viel, viel Action auf der Strecke bieten werden, stehen schon in der Startaufstellung. Und wir sehen, auch da ist noch rege Action unterwegs. Die einzelnen Personen auf der Strecke und natürlich auch neben der Strecke. Das britische Volk, sehr, sehr Motorsport begeistert. Viele, viele Fans campen hier rund um die Strecke bei rund 10 Grad Außentemperatur. Und ja, diese Strecke ist ein Wahnsinnsmagnet, möchte man fast sagen. Und wir haben es gestern schon gesehen, obwohl kein einziges Rennen stattgefunden hat. Es waren so viele, viele Fans anwesend und das hat sich noch einmal bestätigt am heutigen Sonntag. Und das hier die Strecke von Brands Hatch. Es geht bergauf und bergab. Das haben wir gestern schon erwähnt in den einzelnen Sessionen. Es kommt auf den Kameras gar nicht so stark rüber, diese 3,916 Kilometer. 9 Kurven sind verzeichnet auf dieser Strecke und gestern im Qualifying haben wir dann tatsächlich auch einen neuen Rundenrekord von Christopher Mies gesehen. Denn diese Zeit, die uns da eingeblendet wurde, die stimmt dann tatsächlich nicht mehr. Die Tribüne, ja, ist gut gefüllt und nicht nur die Tribüne, sondern auch die einzelnen Flächen, wo sie sich einfach hinstellen können. Die einzelnen Zuschauer sind ready und freuen sich auf das Rennen. Unten Gemma Scott in der Startaufstellung und bereit, das erste Interview zu führen. Dries, not quite used to being on the third rows, not where you wanted to be, but you struggled a bit with the transfer across to the BMW, haven't you? No, it's quite okay. I mean, Charles did a great job starting P5. Me on the other end did quite a shitty job, but you know, it happens sometimes. Try to make sure today I bounce back and I make sure that, you know, I do the job what I'm supposed to do. But again, Charles did a good job starting P5 for race one. Hopefully we can do a clean race and maybe look for a podium. Would be nice. I think we do a clean race, good pit stop. Just try to get a head down, try to get by the two Ferraris. Let's see. It will be interesting. Race two will be different, but yeah, that's for the afternoon. There's certainly been a few challenges, I think, and it's looking like a very strong Audi race ahead of us. Yeah, especially
especially race two, where we will start from the back. Well, I will start from the back, so it will be interesting. It's difficult to overtake here, so gonna need to make strategy work as well. But again, like I said, today I'm ready to make up what I did wrong yesterday, so let's see what I can do. Thank you very much. Have a good one. Thank you. Es lief nicht ganz so, wie erwünscht bei Dries Van Thor und dem Team WRT. Trotzdem die fünfte Position, die Charles Wertz herausfahren konnte. Und die gute Nachricht dann für die BMW-Mannschaft. Man darf noch einmal zu diesem Rennen 15 Kilogramm ausladen. Das hat man noch nachträglich geändert. Die BOP wurde noch einmal angepasst. Die Audis, die verändern sich tatsächlich gar nicht noch einmal. Der Mercedes vorne an der Spitze, der darf nochmal 5 Kilo ausladen. Und wir hören gerade, Ricardo Feller steht unten bei Gemma Scott und freut sich auf das Interview. Ricardo, Albert Costa in front of Matteo for the starter there. You were used to racing with Albert, of course, having been teammates in the past. Talk me into the first corner. For sure it will be interesting, I think. We know that Albert is always pushing, and for sure he wants to try to get the lead in the first corner. And yeah, let's see what Mattia can do. We also know that the Ferraris obviously will have a good pull away up the hill here. So for us, I think it will be a bit difficult, but in the end, the race is long. And yeah, let's see what we can do. Thank you. Have a great race. Thank you. Ja, das Rennen wird lange dauern. Man wird versuchen, sich irgendwie dort durchzukämpfen, um am Ende die Ferraris zu verdrängen und vielleicht auch den Mercedes von Raffaele Marcello. Das hier die Polesetter im Silbercup mit Alex Acker und Lorenzo Patrese. Patrese ja gestern im zweiten Teil der Qualifikation das Auto Ausgangskurve 1 ins Kiesbett gesetzt, für die rote Flagge gesorgt, hat sich dann später sogar nochmal auf den Social-Media-Kanälen dafür entschuldigt. Trotzdem, das Auto steht heute in der Startaufstellung, und zwar an der gesamtneunten Position, während wir hier das Auto auf Rang Nummer 2 aus der Nähe betrachten dürfen. Albert Costa, der Spanier, der sich das Fahrzeug mit Thierry Vermeulen teilt, den Emil Frey Racing Ferrari 296, die uns tatsächlich an diesem Wochenende sehr, sehr viel Spaß bereitet haben. Platz 2 für den einen, Platz 3 für den anderen Ferrari. Da ist er nämlich im Bild mit der Startnummer 14. Der Finne Konsta Lapalainen hat lange das Qualifying angeführt. Am Ende musste er sich dann doch geschlagen geben gegen Raffaele Marcello und Albert Costa. Und damit nur die dritte Position, in Anführungszeichen nur die dritte Position. Hätte man das der Mannschaft von Emil Frey Racing zu Beginn des Wochenendes gesagt, dass man für Rennen Nummer 1 in der zweiten und dritten Position starten kann, dann hätte man das mit Sicherheit blind unterschrieben. Mattia Drudi aus der vierten Position, schnellster Audi, während wir hier noch einmal den Polesetter eingeblendet bekommen. Raffaele Marcello, in einer Runde hat er es gestern hinbekommen, diese Zeit zu fahren, denn es gab ja diese rote Flagge kurz vor Ende des Qualifyings, 3 Minuten vor Schluss. Und dann ging es tatsächlich noch einmal raus und dann hatte er eine respektive 2 fliegende Runden, in der er noch einmal seine Zeit hätte verbessern können. Das hat er auch getan, und zwar in der ersten fliegenden Runde, und stellte das Auto mit einer 1:22.258 gleich mal auf die Pole Position für diesen ersten Lauf. Ja, sein Teamkollege Timo Boguslawski dann leider fürs Rennen Nummer 2 deutlich weiter hinten startend. Man konzentriert sich, so hat es Raffaele Marcello heute Morgen gesagt, dann doch eher auf Rennen Nummer 1, das ja dann gleich über die Bühne gehen wird. 60 Minuten Renndistanz, und das ist das Teilnehmerfeld von oben. 29 Autos, 8 verschiedene Marken. Das hat es in der Form in den letzten Jahren auch nicht gegeben. Beispielsweise der Honda komplett ein Debüt feiernd hier an diesem Wochenende im Sprint Cup in der Fanatec GT, waren bisher nicht am Start, während sich das Feld nun auf die Reise machen kann in die Formationsrunde. Und mit diesen herrlichen Bildern wollen wir natürlich auch die Startaufstellung noch einmal ein bisschen näher beleuchten. Vorne Raffaele Marcello und Albert Costa, Mercedes und Ferrari in der ersten Startreihe. Das wird uns jetzt auch noch mal eingeblendet. Das ist die Startaufstellung für Rennen Nummer 1. Reihe 2, Konsta Lapalainen und Mattia Drudi mit Ferrari und Audi in den Positionen 3 und 4. Vor Charles Wertz und Lucas Legere, BMW und Audi in Reihe Nummer 3. Jordan Pepper und Christian Engelhardt, Lamborghini und Porsche in der vierten Startreihe. Vor Alex Acker und Frederik Verwisch die deutsch-niederländische 5. Startreihe. Aurel Parnes und Benjamin Goethe mit Audi und dem schnellsten McLaren in der 6. Startreihe. 11. und 12. Rang, Jordan Love und
Sean Hudspeth in Reihe Nummer 7, Christian Klien und Moncini in der 8. Startreihe vor Adam Etteke und Jean-Baptiste Simmenauer in der 9. Startreihe, 17. und 18. Position. Und so geht es weiter. Simon Gachet und Valentino Rossi in der 10., 19. und 20. Rang am Ende. Kellen Williams und Yuki Nemoto in Reihe Nummer 11. Erwan Bastar und Finlay Hutchinson in Reihe Nummer 12 vor Baptiste Moulin und Jesse Salmenaouzio, der ja Finne mit dem Mercedes in Reihe 23. Grégory Demoustier, das Auto, das dann später von der Pole Position ins Rennen gehen wird. Und natürlich in der 14. Startreihe Erwin Zanotti, der Nova Honda, sowie Nicolas Risitano, der GSM AB1 GT3-Team Lamborghini Gallardo, das ist das Vorgängermodell. Huracan natürlich, aber noch in der Evo 1 Entwicklungsstufe. Das ja bis zum letzten Jahr die Regel war. Alle anderen Lamborghinis starten tatsächlich mit der Evo 2-Variante an diesem Wochenende und in diesem Jahr. Das Feld wird vorne wieder eingefangen vom Pacecar. Jetzt heißt es, die Formation einzunehmen. In Zweierreihen geht es nun Richtung Start und Ziel zurück. Die letzte Linkskurve ist angesagt für Raffaele Marcello, dem es gleich obliegt, das Tempo vorzugeben und den Start sicher über die Bühne zu bringen. Es gab noch einmal den Hinweis von der Rennleitung in der Fahrerbesprechung, dass man bitte lange warten soll, dass man gar nicht zu früh beschleunigen braucht, weil es einen bestimmten Punkt gibt. Erst ab da wird frühestens die Ampel auf grün geschaltet. Früher braucht er gar nicht beschleunigen. Auch Albert Costa hat die Onboard-Kamera in seinem Auto. Diese beiden Fahrzeuge, Mercedes und Ferrari, gehen jetzt gleich auf die Reise aus der ersten Startreihe. Auch Valentino Rossi zeigt uns noch einmal, was hier es heißt, über Brands Hatch oder durch Brands Hatch durchzufahren mit 29 GT3-Fahrzeuge. Die Saison 2023 Sprint Cup der Fanatec GT World Challenge Euro powered by AWS ist jetzt eröffnet. Wir sind live und wir sind grün. Freuen wir uns auf 60 Minuten Renndistanz. Es geht hinunter. Kurve Nummer 1, blindes Anbremsen, bevor es dann bergab geht. Erstmal alles sehr diszipliniert. Da geht keiner wirklich weit. Keiner muss sich dort irgendwie groß durch das Kiesbett flügen. Alle sehr, sehr stark und sehr, sehr fair zueinander. Vorne an der Spitze Raffaele Marcello. Dann ist es der Ferrari von Albert Costa und Mattia Trudi hat den Audi schon mal an die dritte Position vorgefahren. Hat dort also Kotzer Lapalainen erstmal abwatschen können und ihn an die fünfte Position zurückgedrängt. Dann müsste es eigentlich der Porsche von Christian Engelhardt gewesen sein, der dann auch schon vorbeigegangen ist an Charles Wertz am BMW, der ja 15 Kilo ausladen durfte aufgrund der BOP-Anpassung. Genau so ist es. Dahinter Jordan Pepper in Lamborghini. Während wir hier Charles Wertz ein bisschen bei der Arbeit beobachten dürfen und Christian Engelhardt da vorsehen, wie er die ersten Meter und die ersten Runden an diesem Wochenende unter Rennbedingungen absolvieren kann. Valentino Rossi kämpft sich dort gegen den Teamkollegen eine Position zurück. Wir sehen vorne an der Spitze Raffaele Marcello, der sich gleich mal um mehrere Meter absetzen konnte von Albert Costa. Vom Spanier, der Ferrari scheint hier zumindest zu Beginn dieses Tempo nicht ganz mitgehen können von Raffaele Marcello. Aber es ist eben auch erst Runde Nummer 1. Und dann großer Abriss hin zum Audi von Mattia Trudi, der es geschafft hat, Kotzer Lapalainen in die vierte Position zu verdrängen. Aber dann die ganze Armada, wirklich, würde jetzt sagen, bis zur 29. Position. Das ganze Feld noch ganz, ganz dicht beisammen. Lediglich die beiden vorne, Raffaele Marcello und Albert Costa, haben da tatsächlich schon ein bisschen an Abstand gewinnen können und sich dort entfernen dürfen von der Verfolgerschaft. Können dort jetzt versuchen, ihre eigene Pace zu finden. Albert Costa wird sich das Ganze nach vorne hin anschauen. Was ist möglich für den Ferrari? Kann man Raffaele Marcello dort gefährlich nahe auf die Pelle rücken? Oder muss man warten? Man hält sich erst einmal zurück, denn man weiß auch, Teil 2 des Rennens wird dann Timo Boguslawski im Mercedes sitzen, während bei Albert Costa Thierry Vermeulen das Fahrzeug übernehmen wird. Sehr, sehr diszipliniert. Das, was man erwarten konnte. Denn jeder wusste, nein, ein Rennen wird nicht in Kurve 1 entschieden.
sondern über die 60 Minuten Renndistanz. Und keiner von den Piloten möchte natürlich schuld sein, am Ende das Fahrzeug nicht in die Punkte zu bringen. Raffaele Marcello hat es sehr, sehr stark umsetzen können. Diese Pole Position führt hier mit etwas mehr als 7/10 das Rennen aktuell an. Und der Abriss zwischen Albert Costa und Mattia Trudi beträgt schon 2,5 Sekunden nach zwei Runden. Dieser große Abriss war gemeint zwischen dem Ferrari und dem Audi aus den Hausen Emil Frey Racing und Tresor Orange One. Auch Alex Acker hat es geschafft, die Führung im Silbercup erst einmal beizubehalten. An der 10. Gesamtposition hat zwar eine Position verloren an Frederik Verwisch, an den Markenkollegen, aber auch das wird ihm mehr oder weniger egal sein. Denn die Führung im Silbercup, die bleibt erst einmal bestehen. Auch von diesem Auto haben wir gesprochen und hat sogar noch Puffer. Die zwei Autos hinter ihm, sowohl der Buzen VDS Audi R8 als auch der Centilog Audi. Der Startnummer 9 und die Startnummer 26, die da direkt hinter unterwegs sind. Sind bei dem Gold Cup unterwegs, nehmen auch keine Punkte weg. Aber wir haben es ja auch gestern im Interview mit Alex Acker gehört. Man würde trotzdem gerne in diesem Gesamtklassement nochmal einen Schritt nach vorne machen. Platz 9 war da nicht genug. Alex Acker, der dann später an Lorenzo Patrese, an den 17-jährigen Italiener übergeben wird. Dessen große Leidenschaft neben dem Motorsport ebenso mit Pferdestärke zu tun hat. Und zwar, um genau zu sein, eine Pferdestärke. Er ist nämlich ein professioneller Reiter mit seinen 17 Jahren. Lorenzo Patrese. Es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, auch bei dem Kampf zwischen Mattia Trudi und Konsta Lappalainen. Dafür geht es heiß her im Gold Cup zwischen Oriel Panes und Simon Gachet. 11. und 12. Position. Wir sehen mit dem mittlerweile angewachsenen Vorsprung von Raffaele Marcello 1,9 Sekunden zuletzt nach drei Runden. Aber das wird jetzt noch mal ein bisschen mehr geworden sein. 2,3, 2,4 Sekunden wird es jetzt gleich sein, wenn sie hier über den Zielstrich kommen. Hier Timo Boguslawski, der sich das Ganze aus der Boxengasse anschaut und weiß, dass er gleich diesen Vorsprung, den Raffaele Marcello hier gerade ausbaut, verwalten muss und kann, sobald es dann Richtung Boxenstopp geht. Wir haben Mercedes, Ferrari, Audi auf 1, 2, 3. Der zweite Ferrari in der 4. Position vor Porsche, BMW und Lamborghini. Da sagt noch mal einer, die BOP würde nicht funktionieren. 6 Marken auf den ersten 7 Positionen. Schnellster McLaren ist Christian Klien an der 15. Position. Auch die durften ja 15 Kilo ausladen. Und mit der 28 aus dem Hause Nova Racing ist es dann Leonardo Moncini, der als schnellster Honda aktuell einherkommt. Nur um alle 8 Marken einfach mal zu erwähnen. Der Kampf um die 5. Position. Christian Engelhardt konnte sich beim Start durchsetzen gegen den Belgier, gegen Charles Wertz. Der Dynamic GT Huber Racing Porsche gegen den BMW von Team WRT. Das amtierende Meisterteam. Und die Meistermannschaft, Charles Wertz und Dries Vantor, aus den letzten 3 Jahren. 3 Jahre hintereinander. Und man möchte gerne diese Serie nicht reißen lassen. Im Moment der 6. Rang in diesem ersten Lauf. Für Rennen Nummer 2, haben wir es gehört, wird man von sehr, sehr weit hinten ins Rennen gehen. Und das hier der Kampf, den wir eben angesprochen haben im Gold Cup zwischen Panes und Gachet. Audi intern, aber natürlich auch zwei verschiedene Teams. Buzen VDS, das ist das vordere Fahrzeug. Der silberne Audi aus dem Hause Centilog Junior Team. Zweiten Fahrer dort, Alberto Di Folco beim vorderen Audi.
Und jetzt onboard bei Simon Gachet sehen wir Oliver dann später noch im Fahrzeug sitzend, der dann am Lenkrad drehen wird. Nutzen wir mal die Gelegenheit, ein bisschen hineinzuhören in den Audi A8. Es gibt mittlerweile schon die schwarz-weiß-diagonale Flagge, also die Verwarnung für eine Mannschaft, für ein Team, für ein Fahrzeug, und zwar die Startnummer 77, der Haupt-Racing-Team Mercedes, Jordan Love und Frank Bird. Love, der Pilot, der gerade im Auto sitzt, für das Nicht-Einhalten der Track-Limits. Noch einmal und er bekommt tatsächlich eine Strafe. Und das Ganze nach nur gefahrenen 6 Runden. Befindet sich aktuell an der 13. Gesamtposition und in der 2. in seiner Klasse im Silbercup. Das ist der blaue Mercedes im Bildhintergrund gerade. Hinter den beiden Streithelden aus dem Goldcup. Da wird man jetzt ins Auto funken und sagen, Jordan, hey, halt dich ein bisschen zurück, bitte. Es war auch zweimal die gleiche Stelle, an der er dort zu weit rausgekommen ist. Turn 3. Der Linksknick, nachdem es wieder bergab ging. Die erste Linkskurve hier in Brands Hatch. Wir sehen den Topspeed im Paddock Hill Bend. Wer dort am schnellsten ist. Ja, und die Überraschung hält sich tatsächlich ein wenig in Grenzen, möchte man fast sagen. Es ist Raffaele Marcello im Mercedes. Generell scheinen die Mercedes dort relativ schnell zu sein. Denn Jordan Love ist der zweitschnellste, ebenso als Mercedes-Pilot. Dann der Honda von Zanotti. Christian Engelhardt und Simon Gachet an der 5. Position. 178 km/h. 177, 176 haben wir gesehen. Nächste schwarz-weiß-diagonale Flagge gegen die Startnummer 90. Mad Panda Motorsport, Mercedes, Jesse Salmenaugio. Der Finne wird auch hier noch einmal verwarnt für das Nicht-Einhalten der Track Limits. Wieder on board beim Werkspiloten, der ja im Jahr 2023 das erste Mal als Audi-Werkspilot eingesetzt wird. Wurde aufgenommen zum Fahrerkader der Ingolstädter. Startet hier für die Centerlock Junior Mannschaft. Die nächste Einblendung, die wir bekommen. Topspeed in Dingledale. Dort scheint der BMW sehr gut zu laufen mit 211 km/h. Bei dem wir gerade on board sind. Charles Wertz. Aber auch da wieder Raffaele Marcello vorne mit dabei. Nächste schnellste Rundenzeit von Raffaele Marcello. 1:23,6. Warum die Zeit jetzt dazu genannt wird, wir vergleichen das Ganze mal mit dem zweitschnellsten im Feld. Das ist Albert Costa. 1:24,1. Das ist eine halbe Sekunde pro Runde, die Raffaele Marcello hier im Moment schneller ist. Valentino Rossi, 20. Gesamtrang. Steckt dort im Moment hinter dem Honda von Nova Race. Fest mit der 28. Leonardo Mancini sitzt dort im Auto, übergibt dann später an Jacopo Guidetti. Und der alte Ferrari. Altes, da natürlich auch stark übertrieben. Der 488er Ferrari. Das Vorgängermodell, möchte man es nennen. Aus dem Hause AF Corse mit der Startnummer 71. Sean Hudspeth, der Startfahrer. Dann später an Nicola Marianelli übergeben darf. Und Rossi fehlerfrei an diesem Wochenende. Unauffällig. An der 20. Gesamtposition. Und darf dann später an Maxi Martin, den wir ja in den Highlights oder in diesen Top-Stories zuvor gesehen und gehört haben,
der sich auf dieses Wochenende und auf die Saison gemeinsam mit Valentino Rossi sehr groß und sehr, sehr viel freut. Wir haben auch im Rahmen einer Medienshow von Valentino Rossi an diesem Wochenende gehört, dass er auch für 2024 plant, in der Fanatec GT World Challenge am Start zu sein. Hat sich aber auch vorgenommen, dann das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring in Angriff zu nehmen. Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich, aufgrund der Permit-Lizenz, die er dafür erstmal erwerben muss. Aber das ist dann das Ziel für 2024. Darüber denkt er mit Sicherheit jetzt gerade überhaupt nicht nach, sondern eher, wie er an diesem orangenen Heck des Hondas NSX irgendwie vorbeikommt. Und Raffaele Marcello, der ist komplett im Tunnel. Während hier in England tatsächlich jetzt mal die Sonne das erste Mal an diesem Wochenende so richtig durch die Wolken bricht. 20 Grad sollen es heute noch werden. Mal sehen, wie es dann bei Rennen Nummer 2 aussehen wird. Der Live Gap zwischen Platz 1 und Platz 2. 4,5 Sekunden waren es. Gut, die Einblendung war dann am Ende nicht die richtige. 4,8 sind es jetzt, knapp. Hier haben wir Albert Costa, der gerade durch die zweite Kurve hindurch fährt. Dann geht es bergauf beim Anbremsen und bergab wieder beim Herausbeschleunigen. Das Schwesterfahrzeug mit Konsta Lapperlein mit der Startnummer 14. Weiterhin an der vierten Position. Man hat sich tatsächlich so ein bisschen zurechtgefunden und arrangiert, die einzelnen Piloten. 10 Minuten noch etwa, bis dann das Boxenstopp-Zeitfenster eröffnet wird. Für 10 Minuten. Zwischen Rennminute 25 und 35. Das ist der zweite Ferrari, der sich hinter dem Audi A8 von Mattia Drudi, den wir hier im Bild eingefangen haben, Tresor bei Orange One, aktuell befindet. Die Abstände aber groß genug, um keinen Angriff erwarten zu müssen. Zwischen Drudi und Lapperlein 2 Sekunden. Lapperlein hat dann wiederum 6,5 Zehntel Vorsprung auf den Porsche. Auch da wird kein Angriff kommen. Am ehesten zwischen den beiden, zwischen dem grünen Porsche und dem roten BMW. Engelhardt und Wertz. Anbremsen auf Paddock Hill. Kurve Nummer 1, weit raus. Auch da wird kontrolliert, was die Track Limits angeht. Scheint nicht mehr ganz so dominant zu sein. Mattia Drudi zwar in der dritten Position, der zweitschnellste Audi, dann aber lediglich auf Rang Nummer 8 mit Lucas Legere, der sein Fahrzeug an Christopher Haase übergeben wird, der heute Nachmittag in Rennen Nummer 2 dann aus der zweiten Position die 60 Minuten in Angriff nehmen darf. Also da ist tatsächlich auch noch mal ein bisschen was zu erwarten. Onboard bei Charles Wertz filmt uns den neuen Porsche 911 GT3 R 992, das ist nämlich die komplette Bezeichnung. Und hier wieder von außen an oder eingefangen. Jordan Pepper kann das Tempo da vorne nicht mitgehen. Auch da ein größerer Abriss, 2,5 Sekunden zwischen dem BMW, den wir hier sehen, und dann gleich dem Lamborghini, den wir kurz durch Bild huschen haben sehen dürfen. Unsere Drohne, die sich wieder in der Luft befindet und uns herrliche Bilder von Brands Hatch liefert.
Wir sehen auch ein bisschen Dreck vorne in der Kühlerverkleidung beim BMW. Sollte aber kein Problem sein. Gleich spätestens beim Boxenstopp wird ein Mechaniker kommen und einmal durchwischen und sagen vielen Dank. Es gibt ja keine Mindeststoppzeit in der Fanatec GT World Challenge Europe im Sprint Cup. So, dass es dann gleich tatsächlich darauf ankommen wird, wer schafft das Ganze am schnellsten. 5,5 Sekunden zwischen Marcello und Albert Costa. Und der Kampf um die Führung im Gold Cup ist auch noch nicht zu Ende. Hier wieder Aurel Parnes und Simon Gachet. Parnes schafft es aber, seinen Audi irgendwie vor dem Audi-Werkspiloten zu halten. Da haben wir gerade Lucas Legere und Frederik Wewisch. 8. und 9. Gesamtrang noch kurz im Bild gesehen. Auch da bahnt sich der nächste Kampf an. Ja, und von einem Kampf zwischen Alex Acker und Jordan Love kann man nicht wirklich sprechen. Da liegen noch zwei Autos zwischen, genau diese beiden hier. Das ist die richtige Einblendung, die wir sehen wollten. Aurel Parnes, Simon Gachet, das französische Duell. Und auch das Schwesterfahrzeug vom Bootsen VDS nähert sich den davor fahrenden Piloten. Adam Etiki mit der Startnummer 10. Ein weiterer Goldcup-Pilot an der dritten Position seiner Klasse. César Gageot. Dann übrigens der Pilot, der dann später übernehmen wird. Benjamin Goethe eingeblendet. Mit diesem herrlichen McLaren. Mit der Startnummer 159 aus dem Hause Garage 59. Eine der auffälligsten Lackierungen im Feld. Sofern man ja auch im Endurance Cup mit der gleichen Lackierung und ebenso auch in der British GT ist man eben mit jener Lackierung unterwegs. Die Kameras fangen uns das BMW-interne Duell ein zwischen Callan Williams und Valentino Rossi. Rossi hat eine Position verloren und das ist der Grund dafür. Musste dann seinen Teamkollegen ziehen lassen, weil er da zu weit rausgekommen war. Ein bisschen mit seinem BMW den Rasenmäher gespielt hat hier an diesem Wochenende. Wir sind um die Strecke herumgegangen. Der Rasen war schon kurz genug. Man hätte darauf verzichten können. Jetzt heißt es wieder vollen Fokus und volle Attacke. Um vielleicht Callan Williams, der dann später an Niklas Krüppen übergeben wird, wieder attackieren zu können. Audi-lastig zwischen Position 8 bis 12 mit Lucas Legere und Frederik Wewisch. Vor diesem Trio Alex Acker, Aurel Parnes und Simon Gachet. Bevor dann Jordan Love Mercedes an der 13. Position pilotiert. Und Benjamin Goethe versucht jetzt nochmal 2,5 Minuten, bevor das Boxenstopp-Zeitfenster sich öffnet, alles daran zu setzen, ein paar Positionen gut zu machen. Geht jetzt vorbei an Adam Etiki. Nehmen sich gegenseitig keine Punkte weg. Oder zumindest Etiki werden keine Punkte weggenommen, denn die Pro-Cup-Klasse hat ja keine eigene Wertung, sondern das ist die Overall-Wertung
Und da zählen dann auch die Silbercup- und Goldcup-Fahrer rein. Angriff jetzt von Simon Gachet. Das erste Mal, dass er sich so richtig zeigt. Im Rückspiegel von Aurel Parnes. Und damit signalisiert, Junge, freu dich nicht zu früh. Da kommt noch was. Und spätestens dann beim Boxenstopp werden die Karten dann ja auch wieder neu gemischt. Wenn dann die Teamkollegen ins Lenkrad greifen dürfen und das Fußspiel, das Tanzen auf den Pedalen beginnen werden. Oder hält sich Simon Gachet tatsächlich ein bisschen zurück und sagt, wir nutzen den Boxenstopp, um am Ende vorbeizukommen. Es geht hier um die Führung im Gold Cup zwischen den beiden Audis. Der Mercedes, ja, der würde gerne auch da irgendwie noch vorbeikommen, aber nur damit er dann Richtung Alex Acker blicken kann. Mit der Startnummer 99. Zwischen den beiden, zwischen den Führenden im Silbercup und dem Zweitplatzierten, liegen nämlich diese zwei Audis, aber trotzdem lediglich 2 Sekunden. So eng geht es nämlich einher in der Fanatec GT 2023. Die BOP hat gegriffen und seinen Teil dazu beigetragen. Oder ihren Teil dazu beigetragen. Hier macht sich Dries Van Thor bereit, um gleich den BMW zu übernehmen von Charles Wertz. Das Boxenstopp-Zeitfenster ist geöffnet. Ab jetzt darf man hineinkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mercedes, genauso ist es, von Raffaele Marcello lange, lange draußen bleiben wird. Und zwar so lange, dass dann kein weiterer Umlauf mehr möglich wäre. Es kommt aber rein, der Ferrari von Konsta Lapalainen und auch der BMW von Charles Wertz hat sich entschieden, in die Box zu kommen und das Fahrzeug zu übergeben. Bei Konsta Lapalainen. Und der Startnummer 14 übernimmt jetzt Giacomo Altoe, der Italiener. Charles Wertz übergibt an den eben gesehenen Dries Van Thor. Auch Lucas Leggeri ist hineingekommen. Alex Acker befindet sich in der Box. Wir sehen auch Aurel Parnes, Valentino Rossi, Erwan Bastar und Baptiste Moulin in der Box sich befinden. Und der BMW ist tatsächlich vorbeigekommen am Ferrari. Charles Wertz also jetzt vor dem bis dato Viertplatzierten. Und damit nicht mehr Konsta Lapalainen und Charles Wertz im Auto, sondern eben Giacomo Altoe und Dries Van Thor. Hier Valentino Rossi, der übergeben hat an Maxi Martin. Da durften wir auch kurz in die Augen blicken des Belgiers. Und das Auto steht da nicht richtig. So sollte das nicht sein. Der Nova Race Honda mit der Startnummer 68. Erwin Zanotti und Diego Di Fabio. Und hält da vielleicht sogar noch den 25er Audi ein wenig auf gleich. Erwan Bastar, der übergeben hat an Patrick Niederhauser. Und wir bekommen jetzt auch die Wiederholung eingeblendet. Hier haben wir es. Achtung. Ah, da gab es die Kollision mit dem Audi von Santelock Junior Team. Also überhaupt keine Schuld bei Nova Race, sondern da war man am Ende in einer Kollision verwickelt. Das wird sich die Rennleitung sicherlich auch anschauen. Stichwort Unsafe Release.
Raffaele Marcello im Bild. 8,5 Sekunden Vorsprung auf Albert Costa. Die beide noch nicht in der Box waren und es ist die erste und zweite Position. 20 Sekunden auf den aktuell Drittplatzierten, Christian Engelhardt im Porsche. Fährt hier Runde um Runde. Ein ganzes Stück schneller als Albert Costa. Jetzt auch wieder eine Sekunde. 9,6 Sekunden der Vorsprung. Die Frage wird sein, genug für Timo Boguslawski? Wir werden es sehen. Wir werden es spätestens in 31 Minuten und 15 Sekunden wissen, ob es ausreicht. Es kommt die Mitteilung tatsächlich, dass der Unfall in der Boxengasse zwischen der 55 und der 68 untersucht wird. Es gibt keine 55, das ist ein Schreibfehler. Also 25 tatsächlich. Centerlock Junior Team und der 68, dem Nova Race Honda, wird von der Rennleitung untersucht. Das hier Albert Costa, der jetzt aufläuft auf den sich schon in der Box befundenen BMW von Maxime Martin. Und nachdem jetzt auch Mattia Drudi in der Box war und übergeben hat an Ricardo Feller, ist Dries van Thor dran am bis dato Drittplatzierten. Es geht hier tatsächlich um den Kampf. Position 3. Ums Podium. Wenn man das den BMW-Jungs vielleicht vorher gesagt hätte, dann hätten die einen vielleicht sogar mit fragenden Augen noch angeguckt. Denn das Wochenende lief noch nicht so wirklich gut für die Team-WRT-Mannschaft. Albert Costa mittlerweile in der Boxengasse, ist schon ausgestiegen. Thierry Vermeulen hat Platz genommen. Der Sohn vom Manager von Max Verstappen, dem Formel-1-Weltmeister, sitzt im Auto und darf losfahren. Macht er jetzt. Auf geht's. Es kommt ein Lamborghini vorbei, das müsste der von Yuki Nemoto sein, der war noch nicht in der Boxengasse. Achtung, es gehen sowohl der Audi als auch der BMW vorbei. Damit jetzt die Reihenfolge. Gehen wir mal davon aus, Raffaele Marcello bleibt in Führung. Marcello 1, Ricardo Feller in der zweiten Position. Dritter Dries van Thor mit dem BMW. Damit geht es dort um den zweiten Gesamtrang. Dann Thierry Vermeulen. Den Audi muss man vermutlich ein bisschen rausnehmen. Denn der hat eine Runde Rückstand aufgrund dieser Kollision. Und dann der zweite Ferrari. Wo jetzt Giacomo Altoe hinterm Lenkrad sitzt. Nochmal, den blauen Audi, den Sie da sehen, der hat eine Runde Rückstand. Wann kommt Raffaele Marcello in die Box? Viel Zeit verbleibt nicht mehr. 3,5 Minuten. Reicht aber vielleicht noch mal für 2 Runden. Auch Christian Engelhardt bleibt noch draußen. Simon Gachet fährt weiter. Adam Etiki ebenso. Frederik Verwisch kommt in die Box. Er übergibt den 12er Audi aus dem Hause Come to You an Nicolas Bär. Da bahnt sich gleich das teaminterne Ferrari-Duell an. Zwischen Vermeulen und Altoe. Und hier der Spitzenreiter. Er geht auf eine weitere Runde. Das wird die letzte sein. Fantastische Fahrt, muss man einfach so sagen. Raffaele Marcello. Kann das Tempo zwar gerade vom Audi von Ricardo Feller nicht ganz mitgehen. Der hier 1,23er Rundenzeiten fährt. 1,24,1 bei Raffaele Marcello. Aber da waren es ja auch mehrere Sekunden, mehr als 10 Sekunden zwischen Platz 1 und dem neuen Zweitplatzierten. Und hier Timo Boguslawski, der bereit ist.
nur darauf wartet, den Mercedes AMG übernehmen zu dürfen. Vom Dominator. Vom Italiener mit Schweizer Rennlizenz, der mittlerweile auch den Schweizer Pass besitzt. Adam Etiki kommt in die Box. Wird er nochmal über den Zielstrich gehen? Ich glaube, nein, das passt nicht mehr. Nein, muss jetzt in die Box kommen, weiß er auch. Da wird man ihm ins Auto gefunkt haben. Genau so ist es. Jetzt die letzte Chance für Raffaele Marcello, in die Box zu kommen. Er nimmt sie wahr. 50 km/h ist jetzt angesagt. Anfahrt Richtung Box von Akkodis ASP. In diesem Jahr dieses Fahrzeug der einzige im Sprint Cup, das eingesetzt wird. Im letzten Jahr ja mehr unterwegs gewesen. Nichtsdestotrotz bleiben es bei 29 GT3-Fahrzeuge, die uns viel, viel Spannung und Action auf der Strecke besorgen. Unter anderem den Kampf zwischen den beiden, dem Audi und dem dahinterfahrenden BMW. Boguslawski setzt sich jetzt wieder in Bewegung, kommt deutlich, deutlich vor Ricardo Feller wieder aus der Boxengasse. Der Blick aus der Kommentatorenkabine sagt Ihnen, wann der Audi hier bei Start und Ziel vorbeikommt. Denn das ist er immer noch nicht. Jetzt kommt er bei Start und Ziel vorbei. Und wir haben auch einen neuen Viertplatzierten. Die Ferraris also eine weitere Position verloren. Der Porsche von Christian Engelhardt und jetzt Adrien De Lena befindet sich jetzt ebenso vor den Ferraris. Und wir bekommen einen Einblick von Raffaele Marcello, die Slow-Mo-Kamera, die sich in Kurve 8 befindet, in seiner Inlap Richtung Boxengasse. Uiuiuiui. Volle Streckenbreite ausgenutzt und darüber hinaus. Der Kampf um Position 2. Das Boxenstopp-Zeitfenster ist geschlossen. Das heißt, beim nächsten Überfahren des Zielstrichs, im nächsten Umlauf, werden wir das bereinigte Feld sehen dürfen. Und natürlich dann auch wissen, wie viel Vorsprung ist es denn jetzt tatsächlich? Boguslawski ist schon wieder durch. Es sind 15,4 Sekunden für Timo Boguslawski, die er Luft hat. Aber der Vergleich nun mal in den Sektoren hat gezeigt, da verliert Boguslawski in Sektor 2 mehr als 1,2 Sekunden. Der Vorsprung wird sehr, sehr stark schmelzen. Auch jetzt wieder. Sektor 1, das sind alleine 8 Zehntel. Die Reihenfolge mittlerweile wie folgt. Mercedes, Audi, BMW, Porsche. Wie angesprochen. Vermeulen, Altoe mit den beiden Ferraris auf 5 und 6. Christopher Haase, Nicolas Baer, 7 und 8. Dann Franck Pereira, der Franzose mit dem Lamborghini in der 19. Position. Und Alberto Di Folco im Audi vom Buzen VDS als schnellster Goldcup-Fahrer auf Rang Nummer 10. Es bleibt dabei, dass der 99er Audi von Attempto Racing den Silbercup anführt und das mit deutlichem Vorsprung. 11. Gesamtrang, Platz 2 in der Klasse, liegt an der 18. Position der Lamborghini von VSR. Rolf Inneichen, der eine Pilot, der jetzt im Auto sitzt, hat das Auto übernommen von Yuki Nemoto. Kann Dries Van Thorn irgendwie den Druck ausüben auf den davorfahrenden Ricardo Feller?
1,5 Sekunden hat man abknabbern können vom Vorsprung in der letzten Runde auf dieses Fahrzeug. Der Rundenzeitenvergleich, den wir gerade gesehen haben, war der zwischen Feller und Fantor. Fantor schafft es zumindest, dran zu bleiben. An den vier Ringen. Am Heck von Ricardo Feller. Das ist jetzt das schweizer-belgische Duo, das dort auf der Strecke unterwegs ist. Weit rausgekommen. Dries Fantor hier, Kurve 7, Ausgangskurve 7. Und die werden wieder mehr als eine Sekunde gut machen. Auf Timo Boguslawski. Nur noch 12,4 Sekunden. Das waren 1,6 in der letzten Runde. Rechnen wir das mal runter. In 8 Runden, wenn sie das Tempo so beibehalten, könnte tatsächlich dort der Dreikampf um die Führung entstehen. Apropos Dreikampf. Porsche, Ferrari und Ferrari. An den Positionen 4, 5 und 6 und auch Christopher Haase im Audi R8 ist direkt dahinter unterwegs. Also es ist nicht ein Dreikampf, sondern mindestens mal ein Vierkampf. Das ist der Audi von Haase. Der die beiden Ferraris dort vor sich hat und die Pferde über die Strecke, man möchte sagen, prügelt. Thierry Vermeulen wird jetzt oft auch in den Rückspiegel gucken müssen, was Haase dort imstande ist zu leisten. Wo findet er die Möglichkeit? Wir haben es gehört von Dries Fantor. Viele Möglichkeiten zu überholen gibt es hier nicht. Der Boxenstopp vielleicht die beste Möglichkeit gewesen. Das haben ja auch Ricardo Feller, Dries Fantor und Christian Engelhardt perfekt unter Beweis gestellt. Aber es gibt sie, die direkten Duelle. Hier Nicolas Bär und Franck Pereira. Pereira außen herum geht er vorbei am Audi A8 von Come To You. Übernimmt damit die 8. Position. Der Lamborghini befindet sich nun vor dem Audi R8 auf der Strecke. Um noch weiter nach vorne zu fahren, müsste er jetzt 12 Sekunden aufholen. 12 Sekunden davor befindet sich Christopher Haase. Die Führenden im Gold Cup. Hat sich nichts geändert. Oriol Panes hat übergeben an Alberto Di Folco. Ist jetzt sogar ohne Bedrängnis unterwegs. Das Auto dahinter fährt im Silbercup, Lorenzo Patrese. Und dann weitere 11,2 Sekunden dahinter. Dann erst der schnellste oder der zweitschnellste Goldcup-Pilot mit der Startnummer 26 aus der Centiloc Junior-Mannschaft. Ist das Paul Evra, der übernommen hat von Simon Gachet. Da hat man während des Boxenstops also gute 12 Sekunden verloren. Und das wird jetzt hier ein spannender Kampf werden. Da ist nicht mehr Christian Engelhardt im Auto, sondern Adrien De Lena, der Belgier. Dann Vermeulen und Altoe. Sowie der Audi von Christopher Haase. Wie gesagt, Patrick Niederhauser, der blaue Audi, der hat eine Runde Rückstand. Da wird Niederhauser das Tempo mitgehen können. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er da keinerlei Anstalten
machen wird, um irgendwie sich zurückzurunden. Denn der weiß auch, Christopher Haase, der Markenkollege, ein weiterer Werkspilot, so wie auch Niederhauser, der jetzt sogar Tempo rausgenommen hat, um nicht ganz so nah dran zu sein. Der würde dadurch nur Zeit verlieren. Es geht um die vierte Position. 16,5 Minuten noch auf der Uhr. Delena, Vermeulen, Altoe und Haase. Und es hat den Anschein, als könnten alle drei hinter dem Belgier ein bisschen schneller fahren. Gerade der Deutsche, Audi-Werkspilot, scheint hier aktuell der Schnellere der Vieren zu sein. Come to You Racing, das Debüt an diesem Wochenende im Sprint Cup. Noch nie zuvor im Sprint Cup der Fanatec GT oder der vorherigen Serien unterwegs gewesen. Man kommt ja aus der WTCR. Dort feierte man große Erfolge. War ja mit das letzte Team, das vor Monza ihre Fahrerbesetzung bekannt gegeben haben. Und die hat es dann aber richtig in sich. Sowohl für den Endurance-Lauf als auch hier im Sprint Cup sind alle Fahrzeuge sehr, sehr gut besetzt. Achtung, jetzt Christopher Haase zeigt sich wiederholt im Rückspiegel von Giacomo Altoe. Thierry Vermeulen und Adrien Delena. 5 second time penalty to car 119, disrespecting track limits 4 times. 5 second time penalty will be added in the final racing time. Das betrifft den Lamborghini von VSR, was wir gerade gehört haben. Mit der Startnummer 119, 5 Sekunden Zeitstrafe für das Nicht-Einhalten der Track Limits zum wiederholten Male. Ab dem 4. Male gibt es ja die Strafe. Baptiste Moulin und Marcus Paverou. Wobei Paverou jetzt mittlerweile im Auto sitzt. 25. Gesamtposition, überhaupt nicht rennentscheidend. Rennentscheidend ist aber das, was sie da gerade machen. Die 4. Gespannte Blicke auf die Monitore von allen Beteiligten. Wann kommt dort ein Angriff? Achtung, hier gab es einen Angriff von mittlerweile Dean McDonald, der sich da durchgesetzt hat gegen Rolf Ineichen. Ineichen dort weit rausgekommen auf die Grasnarbe, musste dann auch noch den Audi von Jill Magnus aus dem Hause Come to You ziehen lassen. So schnell kann das Ganze gehen. Und Patrick Niederhauser hat jetzt die Box angefahren. Für die Mannschaft der 25, der blaue Audi. Hier haben wir sie im Bild. Als würde uns jemand zuhören in der Regie. Stellt das Auto also für Rennen Nummer 1 ab. Nach dieser Kollision beim Boxenstopp. Erwin Bastard. Ja, der amtierende GT4 European Champion. Das ein weiteres Duell aus mehreren Fahrzeugen, angeführt von Evra, Gageot, Neubauer, Martin sowie Krütten und Kiergaard. Die Piloten, die aktuell hinter diesen Fahrzeugen sitzen. Zweimal Audi, zweimal BMW, dreimal BMW und einmal McLaren. Es geht um die 12. Gesamtposition. Zwischen Paul Evra
und César Gageot. Das sind die beiden Audis vorne. Weg bei diesem Paket. Geht es auch um die zweite und dritte Position des Goldcups. Hier eingeblendet. Und Niklas Krütten ist auch nicht weit weg. Und für diese Aktion zwischen Rolf Ineichen und Dean McDonald, die wir eben in der Wiederholung gesehen haben, gibt es die Verwarnung seitens der Rennleitung gegen den McLaren-Piloten. Für das Missachten von Driving Standards. Maxi Matar hinter dem Teamkollegen festhängend. Thomas Neubauer. Es ist noch nicht das Wochenende fürs Team WRT, auch wenn das Schwesterfahrzeug rund um die antierenden Dreifachmeister Dries Van Thorn und Charles Wertz an der dritten Position sich befindet. Apropos, lassen Sie uns über den Vorsprung von Timo Boguslawski reden. Der ist geschrumpft auf 6,5 Sekunden. Wobei man dazu sagen muss, dass der durchschnittliche Verlust nicht mehr 1,5 Sekunden beträgt, sondern nur noch so 8/10, 9/10. Und das wird dann vermutlich auch nicht mehr reichen, um Timo Boguslawski am Ende gefährlich nahe zu kommen. Müsste ja so müsste da ungefähr eine Sekunde pro Runde aufholen. Dann hat er noch lange keinen Weg vorbeigefunden. Und dafür werfe ich jetzt gerne ein bisschen Geld ins Phrasenschwein. Herankommen das eine, vorbeifahren das andere. Das Paket um die 12. Position. Evra, Gageot, Neubauer, Matar, Krütten und Kjærgaard. Aber auch hier ist es die Streckencharakteristik, die dazu führt, dass es kaum Überholmanöver gibt. Ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz kann in diesen 9 Minuten vor Ende des Rennens noch so viel passieren. Auch dieser Vierkampf zwischen Delena Vermeulen, Altoe und Christopher Haase wird noch nicht entschieden sein. Hier haben wir den Mercedes eingefangen. Timo Boguslawski, der zum Überrunden jetzt ansetzen wird. Gegen den Lamborghini von Risitano. Der hat mittlerweile 6 Runden jetzt Rückstand auf die Spitzenreiter. Hier haben wir eingeblendet ja den Vergleich der Rundenzeiten zwischen dem Mercedes und dem Audi. Das wird ein bisschen zu wenig sein aktuell. Car 25, grid position penalty for race 2 for unsafe release. Und auch das war mehr oder weniger zu erwarten. Dieser Boxen-Stop-Unfall zwischen Nova Race, dem Honda, und dem Centiloc Junior Team Audi A8 mit der 25. Dafür gibt es dann eine 5-Positionen-Strafen für Rennnummer 2. Da wird man 5 Positionen weiter hinten starten. Patrick Niederhauser, der Startfahrer für Rennnummer 2. 4,7 Sekunden nur noch. 1,2 im letzten Umlauf hat er da gut gemacht. Aufgrund des Überrundungsmanövers wird das in der Runde jetzt nicht viel mehr sein,
was er da abknabbern kann. Vielleicht ein bisschen. 1,24,8 für Boguslawski. 1,24,4 und damit 4 Zehntel von Ricardo Feller. Dries Vanthoor musste ein bisschen abreißen lassen von Feller. Was mit Sicherheit auch aufgrund der Überholmanöver oder Überrundungsmanöver zu erklären ist. Und Christopher Haase findet keinen Weg vorbei an Giacomo Altoe. Der Ferrari. Der italienischen Marke kann sich fast so breit machen wie ein Kleiderschrank einer schwedischen. Auch wenn Christopher Haase hier vielleicht ein bisschen schneller könnte, ist kein Weg vorbeizufinden am Italiener. Und auch Adrien De Lena, die Mannschaft von Dynamic. Car 27 driving standards. Car 27, black and white flag driving standards. Das Ganze betraf jetzt gerade Christopher Mies mit der Startnummer 27. Schwarz-weiß diagonale Flagge. Adrien De Lena, da war ich stehen geblieben. Dynamic GT Huber Racing. Im letzten Jahr hatte man im Sprint Cup sehr, sehr stark zu kämpfen. Man ist nicht so richtig in Tritt gekommen. Dafür jetzt aktuell mit Platz 4 sicherlich gut bedient. Hier haben wir im Bild Frank Bird sowie das Duell zwischen dem Honda mit der Startnummer 28, in dem ja jetzt Jacopo Guidetti sitzt, und Christopher Mies, der Polesetter für Rennen Nummer 2. Da gab es auch einen Zwischenfall, für es dann für Christopher Mies auch die Verwarnung gab. Oder? Oh, nein, es ging um die Situation davor. Oder um die Fahrzeuge davor. Rolf Inreichen erneut mittendrin, statt nur dabei. Gleiche Position, wie er zuletzt sich ja mit dem McLaren von Dean McDonald angelegt hat. Nächster Punkt, wieder Rolf Inreichen mit dabei und Frank Bird. Und wieder der Kontakt. Über Körperkontakt oder fehlenden Körperkontakt kann sich Rolf Inreichen in diesem Rennen nicht beschweren. Hat dann auch wieder 3 Positionen verloren. Frank Bird, Jacopo Guidetti und Christopher Mies sind sie allesamt vorbeigegangen. Und hier Timo Boguslawski wieder im Bild eingefangen. Hat dort den Matt Pender Mercedes, pilotiert von Ezequiel Perez Compan, überholt. Car 77 must give back one position for the contact in turn one. Frank Bird für die Aktion, die wir gerade in der Wiederholung gesehen haben, und zwar die zweite Aktion gegen Rolf Inreichen, muss er eine Position wieder zurückgeben. Und Feller hat Boguslawski gute 3 Minuten vor Ende des Rennens in Blickfang genommen. Christopher Haase mittlerweile vorbeigegangen an Jacopo Altoe, und das die Wiederholung dazu. Auf Start und Ziel. Beim Rausbeschleunigen geht er dann innen daneben und kann den Audi tatsächlich noch vor zumindest einen der Ferraris fahren. Christopher Haase. Und hier haben wir es. Der Mercedes. Und dann kommt jetzt direkt dahinter der Attemptum Audi R8. Beziehungsweise Tresor bei Orange One. Das sind nur noch 2,2 Sekunden.
Und der nimmt ihm eine Sekunde pro Runde ab. Wie viel Druck baut sich jetzt bei Boguslavski auf? Wie oft wird er jetzt in den Rückspiegel gucken? Er darf es eigentlich nicht oft, denn das kann zu Fehlern führen. 1,5 Sekunden nur noch. Und da kommen jetzt Überrundungsmanöver. Die Lamborghinis von VSR sind direkt davor. Und jetzt wird Ricardo Feller alles geben. Der weiß, da geht jetzt was. Es gibt zwar die Verwarnung gegen die Startnummer 40, eben gegen jenes Fahrzeug hier im Bild, für das Nicht-Einhalten der Track-Limits. Noch einmal darf er nicht. Hier in die Box von Akotis ASP und Timo Boguslavski. Sind wir jetzt in der letzten Runde oder kommt da noch eine? Das wird die Frage sein. Es wird von der Rennleitung noch nichts angezeigt. 1,4 Sekunden waren es. Wir wissen, wie schwer es ist, hier zu überholen. Und dann wird es vermutlich auch für einen Ricardo Feller sehr, sehr schwer möglich sein. Timo Boguslavski. Noch gefährlich nahe zu kommen. Die blauen Flaggen betreffen in dem Fall die 119. Paveru im Lamborghini. Nur noch eine Sekunde, der Rückstand. Aber es sind auch nur noch zwei Kurven. Lichthupe beim Russen. Richtung Lamborghini. Leichter Drift. Ja, die Uhr läuft runter. Das wird wahnsinnig eng. Der Blick raus. Und es ist die Final Lap. Tatsächlich. Timur Boguslavski und Raffaele Marcello gewinnen also den Saisonauftakt 2023 in Brands Hatch vor der Atemto-Mannschaft von Tresor bei Orange One. Ricardo Feller und Mattia Drudi in der zweiten Position. Ein starkes Resultat auch für Dries Vanthoor und Charles Wertz, die natürlich sehr, sehr zufrieden damit sein werden. Dritter Rang für die Mannschaft. Und langsam werdend der Porsche von Dynamic GT Huber Racing. Es darf doch nicht wahr sein. Gerade eben noch darüber gesprochen, wie gut dieser vierte Rang für die Mannschaft sein würde. Ein bisschen Balsam auf die Seele nach dem verkorksten letzten Jahr im Sprint Cup. Wird man dann doch nur Achter. Platz 4 war möglich. Auf den letzten Metern muss man sich dann geschlagen geben. Und Christopher Haase im Audi A8 wird am Ende für das Come to You Racing Team als Viertplatzierter gewertet. Und hier das Duell noch zwischen Frank Bird und Christopher Mies. Auch da wird der Audi nochmal versuchen, irgendwie vorbeizukommen auf den letzten Metern. Weiß, dass er für Rennen Nummer 2 aber aus der Pole Position aus ins Rennen gehen wird. Hat jetzt nochmal ein bisschen mehr Schwung. Da geht es daneben. Und er hat tatsächlich am Ende die Nase vorne, Christopher Mies. Es ist zwar nur der 21. Rang, aber Schadensbegrenzung für Mies. Startet, wie gesagt, für Rennen Nummer 2 von der Pole Position. Hinter Haase auf Rang 5 der Ferrari von Altoe. Und wo kam eigentlich Franck Pereira her mit dem Lamborghini? In der 6. Position noch vorbeigegangen an Thierry Vermeulen, der am Ende nur noch 7. wird. Also all das, was das Rennen in entspannter Montur über 58, 59 Minuten mit sich gebracht hat, hat dann die letzte Rennminute, die letzte Rennrunde noch einmal rausgerissen. Und ich bin mir sicher, dass für Rennen Nummer 2, welches ja dann heute Nachmittag stattfinden wird, ebenso viel, viel Spannung zu erwarten ist. Das Ganze ja dann deutscher Zeit, 17.10 Uhr. Aber wir gehen natürlich auch schon ein ganzes Stück früher on air. Und auch da werden wir für Sie wieder bereit sein. Unter anderem mit den Highlights von diesem Rennen. Das Ganze übrigens dann deutscher Zeit ab 16.15 Uhr. Und wir hören, dass Gemma Scott unten schon bei den Rennsiegern steht und darauf wartet, das Interview zu führen mit Raffaele Marcello und Timo Boguslavski. Go, go,
Leno, congratulations. That was a fantastic drive from you. You set up everything you needed to do for Timo. Yeah, I mean, it's difficult to do more. So luckily today was enough, but yeah, for sure will not be easy. As today, maybe the next time, because we know here Zandvoort is track where we are strong, and I can build that gap in some of the track I cannot. So for sure, let's hope that Timo will be a bit quicker next time. And yeah, even if I give him the car with 5-6 seconds, could be enough. Well, congratulations, a great drive, Timo. You had the pressure on you there from Ricardo right at the end. Yes, a bit. I was worried about traffic, but at this track it's hard to overtake, even if you are losing like 2-3 seconds. So. Yeah, thank you for Leno. He make my life easier, as always, so he make a good gap for me. Yeah, to be honest, I'm struggling quite a lot since Monza. I don't know why, so we will go back stronger, I think, to the Pori car, so we'll see there. Great one. Well done. Ja, wenn man Raffaele Marcello als Teampartner hat, dann hat man es im Leben manchmal einfacher. Und das hat auch Timo Boguslawski noch einmal bestätigt. Marcello hat den großen Vorsprung herausgefahren, sagt aber auch, für die nächsten Rennen muss da vielleicht auch eine kleine Leistungssteigerung beim Russen kommen. Denn dann müssen vielleicht mal 5 oder 6 Sekunden ausreichen. Aber das ist auch eine Aussage, die nur ein Raffaele Marcello treffen kann. Dass er sagt, hey, bei den nächsten Rennen kann ich keine 20 Sekunden rausfahren, da werden es nur 5 oder 6. Wahnsinn. Das Gesamtresultat. Noch einmal eingeblendet. Acolis ASP und Raffaele Marcello, Timo Boguslawski gewinnen diesen ersten Lauf des Jahres 2023 vor Mattia Drudi und Riccardo Feller, die italienisch-schweizerische Mannschaft in der zweiten Position. Und das wird mit Sicherheit auch Akin Acker, den Teamchef von Attemptro Racing, sehr, sehr freuen, auch wenn er gesagt hat, ja, ich will gewinnen, alles andere ist blöd. Platz 2 zum Saisonauftakt ist eine gute Ausgangslage fürs Jahr 2023 und man hat ja auch noch ein Rennen vor sich am heutigen Sonntag. Platz Nummer 3, Dries Vanthoor und Charles Wertz. Auch das wieder ein gutes Resultat zu Beginn des Jahres. Man muss sich einschießen mit dem BMW beim Team WRT, nachdem man die letzten Jahre immer mit den Audis unterwegs gewesen ist. Und unten in der Boxengasse steht Alex Acker und Lorenzo Patrese bei Gemma Scott und wollen das Interview führen. Boys, congratulations. That was a really exciting race in those closing stages. Lorenzo, how was it for you in the final few laps? I mean, it was nice. We had a very big gap compared to the second silver class, so we just had to manage. But anyway, it was nice. The car felt good. The pit stop was all right. So really happy. I want to thank the team. I want to thank Alex. Yeah, I would say we did a good job. Absolutely, a great job. It doesn't really get too much better. No, it doesn't. Like, I'm lost for words, I'm speechless. Yeah, did a good job. I think we rounded the 2 days, like from what we know right now, we rounded it quite up quite well and still have another chance to go on the top spot. But I think, yeah, we're as a team, I think we're able to do it, so it's good. Congratulations to both of you, well done. Am Ende waren es über 30 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierten im Silbercup. Alex Acker und Lorenzo Patrese gewinnen also souverän mit dem 99er Audi die Silberklasse an diesem Wochenende in Rennen Nummer 1. Man wird aus der zweiten Klassenposition in Rennen Nummer 2 hineingehen, nachdem ja Lorenzo Patrese im zweiten Teil der Qualifikation gestern das Auto ins Kiesbett setzte, war nicht mehr möglich. Aber auch da, es stehen noch 60 Minuten Renndistanz an. Liebe Motorsportfreunde zu Hause an ihren Endgeräten, Sie dürfen sich freuen auf nochmal Action an diesem Wochenende. Wie gesagt, 17.10 Uhr, die angesetzte Startzeit deutscher Zeit für Rennen Nummer 2. Die Teams haben jetzt nochmal ein bisschen Zeit, in die Analyse zu gehen, um zu schauen, was man vielleicht für heute Nachmittag noch einmal verbessern kann. Das war die Startphase und was soll man sagen, ein Rennen ohne gelbe Flaggen hat es, glaube ich, in der Fanatec GT in den letzten Jahren sehr, sehr selten, wenn überhaupt, gegeben. Es war sehr diszipliniert hier in Brands Hatch bei Lauf Nummer 1. Man hat sich zurückgehalten, weil man vielleicht auch weiß, dass eben Rennen Nummer 2 heute noch ansteht. Das Ganze an einem Tag auch etwas unüblich, aber in Großbritannien fährt man ja auch auf der falschen Seite. Also, es gibt vieles, was etwas anders ist hier auf der Insel in England, in Brands Hatch. Die Boxenstopp-Phase hat dazu geführt, dass das Feld nochmal ein bisschen durcheinander gewirbelt wurde.
Und so fanden sich dann plötzlich der Audi mit der 40 und der BMW an der zweiten und dritten Position wieder. Und dann diese Kollision zwischen Nova Race und Santelock Junior. Und Rolf Ineichen, der ein bisschen unter Beschuss geraten ist im Laufe des Rennens, mehr als nur einen Kontakt an seinem Auto gespürt hat. Thierry Vermeulen gegen Christopher Haase. Das Duell Ferrari gegen Audi. Und dann dadurch gingen dann auch, aha, das die Erklärung, auch noch an dem Ferrari von Thierry Vermeulen vorbei. Die anderen beiden, der eine Ferrari und auch Franck Pereira im Lamborghini. Und am Ende setzt sich dann die Akodis ASP-Mannschaft durch. Auch wenn es dann noch mal denkbar knapp wurde. We've had you wait here for a little while. Sorry, boys. Congratulations. I mean, that was exactly what you want from a weekend. Starting on class pole and taking it through to the win. Yeah, I'm really happy with this first race of the Sprint Cup. It was perfect to start the season. First win for us in Gold Cup. So yeah, just really happy. Big thanks to all the team. They work a lot during the winter and we had a good car. So yeah, it was nice. Absolutely, but quite tough towards the end, I think. Yeah, like we did a great job in the first stint. I did just my job, you know, to keep the car in the fourth position. The team make a brilliant pit stop. We gained one position. So at the end, top 10, victory in class is the best we could do. Really happy, and I want to thank all the team for this. Congratulations, and more hard work to come later on this afternoon, hey? Yeah, I hope. Thank you. Dass die Sieger im Gold Cup mit der Startnummer 9, die erfolgreichen Piloten an diesem Wochenende, Aurel Panes und Alberto Di Folco, siegen also in Rennen Nummer 1. Und auch wenn es vielleicht wirklich nicht das spannendste Rennen des Jahres gewesen sein wird, war es trotzdem sehr unterhaltsam, den Saisonauftakt 2023 zu beobachten. Ja, das jetzt also die Meisterschaftswertung, die identisch zu dem ist, was natürlich eben auf der Strecke passiert ist, weil es eben Rennen Nummer 1 war. Marcello und Timo Boguslawski, die ersten Tabellenführer des Jahres im Sprint Cup 2023. Es gibt ja drei Wertungen, einmal den Sprint Cup, einmal den Endurance-Lauf und beide kombiniert zusammen. Und dann werden wir uns jetzt gleich der Siegerehrung widmen dürfen, hier in Brands Hatch. Und da ist schon das Bild aufs Podium gerichtet. Und dann dürfen Sie jetzt gleich auf die einzelnen Stufen hochtreten. Charles Wertz und Dries van Thor, die beiden Belgier. Es hätte schlimmer laufen können, so möchte man sagen. Die WRT-Mannschaft hat einen guten Job gemacht und die beiden am Ende auf Platz 3 ins Ziel kommen lassen. Auch Mattia Drudi und Ricardo Feller sind sichtlich zufrieden. Das ist ein guter Start ins Jahr. Und ganz in die Mitte, da dürfen sie sich stellen. Raffaele Marcello und Timur Boguslawski. Selten, dass sie beide dort oben lachen können, Timo Boguslawski und Raffaele Marcello. Aber was will man anderes, als ein Rennen zu gewinnen? Mehr ist nicht möglich für die beiden. Und natürlich werden dann jetzt auch die Pokale übergeben. Angelo Comazzetto übergibt die Pokale an die Drittplatzierten, an die beiden Belgier. An den Schweizer Ricardo Feller und Italiener Mattia Drudi und an die erfolgreichen Piloten in der Mitte. Oh, und natürlich das Team nicht zu vergessen, Akodis ASP. Auch da wird gleich sicherlich noch der Pokal übergeben. Ja, so ist es richtig. Erst den Pokal für das Teammitglied
französische Mannschaft kennt das Gefühl auch schon aus den vergangenen Jahren. Man ist ja mit Raffaele Marcello auch Overall Champion im letzten Jahr geworden. Man gewann mit der Akotis ASP-Teammannschaft ja im vergangenen Jahr auch das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. Und jetzt dürfen sie an die Flaschen. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt wirklich an die Flaschen gehen. Doch, natürlich. Da wird noch ein Ersatzanzug irgendwo aufzutreiben sein für Rennen Nummer 2. Der Einzige, der sich da klamm und heimlich verabschiedet hat, ohne nass zu werden, trägt den Vornamen Timur und den Nachnamen Boguslawski. Und der Kameramann. Der war auch ganz schnell weg. Ein paar Ehrungen werden uns noch bevorstehen, und zwar im Silbercup und natürlich im Goldcup. Dafür wird das Podium nochmal umgebaut. Gibt uns die Gelegenheit, noch einmal darauf hinzuweisen, wer die Fanatec GT World Challenge gerne live mal vor Ort verbringen möchte und sich anschauen möchte, hat aus deutscher Sicht in diesem Jahr 4 heimatnahe Möglichkeiten. Nürburgring und Hockenheim sind 2 Stationen. Nürburgring mit dem Endurance Cup, Hockenheim im Sprint Cup. Das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps ist auch noch nah an Deutschland gelegen. Und der Saisonabschluss des Sprint Cups in Zandvoort an der niederländischen Nordseeküste. Dort wird man ebenso zu Gast sein. Folgen noch weitere Rennen, 2 in Spanien, 1 in Italien und 1 in Frankreich. Das nächste nämlich in Le Castellet. Dort steht das 1000-Kilometer-Rennen an. Das hier, das sind die erfolgreichen Piloten im Gold Cup. Platz 3 und Platz 2. Und in die goldene Mitte natürlich dann die Sieger. Aurel Panes, der sich ja in diesem Rennen gemeinsam mit Alberto Di Folco den Rennsieg herausfahren konnte. Also die belgische Nationalhymne. Danielle Rudermann, Seniormanagerin von AWS, überreicht die Pokale an die Dritt- und Zweitplatzierten im Gold Cup. Dreimal Audi dort oben zu finden. Auch das Team darf den wohlverdienten Lohn in Empfang nehmen. Wir sagen erstmal vielen Dank an die einzelnen Fahrer hier im Gold Cup, die sich hier erneut angestrengt haben und viel, viel Spannung auf der Strecke geboten haben. Zweimal Buzen und einmal Centelock ist es am Ende auf 1, 2 und 3. Und auch hier werden die Flaschen ausgepackt, aber nein, die werden geöffnet. Ja, so soll es sein. Die feuchtfröhliche Dusche im Gold Cup.
über die Reifen, die es da für den Sieg gab. Und jetzt, wo die ein oder anderen Fotos geschossen wurden, werden mit Sicherheit auch dort gleich ein paar Tropfen auf die schönen Anzüge niederprasseln. Wir sagen vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren am Livestream. Erneut die Wiederholung. Wir hören uns gerne wieder dann zu Rennen Nummer 2, welches starten wird um 17:10 Uhr. Bis dahin!